Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Meisterwerk. Und hier steht auch ein Meisterwerk, nämlich der 824 Fallenfavorit Turbo Shifter mit unserer Krone Comprima Presse. Haben wir uns in der letzten Folge mal tierisch gegönnt, Freunde. Ich habe drei neue Mods mit drauf. Und zwar einmal den Class Axion 800. Das ist ein schöner Class Bulldog, den man auch einfach cool lackieren kann, wie man Bock hat. Und ich habe noch den 500er Vario mit draufgenommen. Und das Fendpack. Da können wir... Das sind die ganz normalen Standard-Fans, aber da können wir ebenfalls schön lackieren. Klar, okay, schwarz können wir jetzt nicht, das ist aber eigentlich auch wurscht, wir müssen ja nicht alles schwarz machen. Aber hier auf jeden Fall schön ein bisschen Tuning-Möglichkeiten haben wir da mit drauf. Ja, das war es eigentlich auch schon in 9. Es geht jetzt mal weiter, wir gucken mal, was wir unseren Feldern haben. Wir haben dreimal Hafer und das Ganze dreimal erntereif. Gut. Auf der 4 haben wir Raps, auch erntereif. Und auf der 6 haben wir Hirse, nicht erntereif. Der Hafer erntereif und der Raps erntereif und der Hafer. Das heißt, wir brauchen jetzt unseren Drescher. Wir kaufen uns auch unseren Drescher und wir machen jetzt den Drescher ready. Und zwar haben wir ja gesagt, holen wir uns den Medion hier. Auf jeden Fall mit rund Umleuchte und... Ja, blasen wir Trelleborg drauf. Schauen wir mal. Okay, da gehört schon mal nichts dazu. Haben wir hier Schneidwerkwagen mit am Start. Class Medion. Und das Schneidewerk haben wir auch mit am Start. Hier ebenfalls Class Medion. Machen aber den neuen Aufkleber, weil wir es einfach können. So, Class Medion am Start. Hat den Innenraum vom Dominator. Sieht aber sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ne? Nicht immer nur Class Dominator oder so, sondern einfach mal ein Medion. Glasdrescher schon immer geil, also diesmal ein Medion. Ich habe auch erst gedacht Ducano, aber Ducano ist ein bisschen zu groß. Deswegen, wir können ja später mal auf den Ducano umswitchen. Ich glaube, das ist falsch rum, oder? Scheiß drauf, das wird schon drauf geregelt, wie es gehört. Und dann werden wir, aber wir werden in der Folge noch nicht anfangen zu dreschen. Wir kaufen heute in der Folge noch ein bisschen ein und es fällt gleich runter, oder? Ja, weil wir es falsch rum drauf haben. Weil wir es können, lassen wir es auch falsch rum drauf. In der Hoffnung, dass es einfach nicht runterfällt. Schön fett rund umleuchte an und dann düsen wir jetzt. Düsen wir mal schnell zur Halle oder zum Hof. Da können wir ja dann das Schneidwerk andersrum drauf machen. Ich verstehe bloß gerade nicht, warum der die Leiter nicht einklappt. Ist ja auch wurscht. Kann uns ja wurscht sein. So. Ja genau, der Medion, der Küste hat jetzt auch Einzug am Hof gefunden. Wir werden uns jetzt dann noch einen Bulldog gönnen und dann dazu einen Kibber, damit wir theoretisches Dreschen anfangen können. Und dann, wenn wir das alles haben, also Bulldog geholt und Anhänger, denke ich, werden wir in der nächsten Folge dann mal anfangen zu dreschen. Wie gesagt, wir können uns immer nach und nach noch was kaufen. Wir lassen ja das Geld erstmal drauf, weil wenn wir jetzt sagen, wir tun das Geld weg, wenn der Fuhrpark gekauft ist, oder wir machen uns so einen Startfuhrpark von Anfang an,
Das ist alles, was haben wir schon mal gemacht. Dann fehlt uns was und dann auch Scheiße und dann müssen wir es erwirtschaften. Nee, nee, nee. Was mache ich denn, Alter? Priorität hat jetzt aktuell nicht das Erwirtschaften, sondern die Landwirtschaft selbst. Und wir verkamen es gerade jetzt schon mal richtig verkackt hier. Deluxer Drescher Fail. Goodie. Das doktern wir dann später wieder gut. Wir lassen den jetzt erstmal hier stehen. Ja. Jetzt suchen wir uns erstmal unseren zweiten Bulldog. Weil ich auf jeden Fall Bock auf den zweiten. Da werden wir. Wollen wir uns den 1455 antun oder wollen wir erstmal einen Agro-Star machen? Weil Agro-Star auf so ein 681. Mashallah, Freunde. Fronthydraulik ist ja bei mir Pflicht. Das oh Junge, das ist der aus dem LS19. Ich habe ihn gefeiert, Alter, mit den Rädern. Die sind brutal. Die lassen wir Standard und Umleuchte, würde ich sagen, können wir eine machen, weil ich habe Bock auf nur eine. So ein bisschen, na, Klima brauchen wir nicht. Ich will das Dach haben. Wir machen auf jeden Fall 681 draus, weil wir es können. Wollen wir dieses neuere Grün oder wollen wir das Klassik restaurieren? Wir machen das hier, das passt schon. Designfarbe, wo ist, ach, das ist das da vorne. Jetzt machen wir schwarz. Und die Felgenfarbe. Nee, die lassen wir Standard. Die lassen wir einfach grau. Der hat was, das ist einfach geil, das ist ein geiler Bulldog. Ich mag kein Deutsch, ihr kennt, ihr wisst's. Aber MLS ist es, erstens MLS ist wurscht und zweitens ist der Agro-Star trotzdem ein geiler Bulldog. Da kann man sagen, was man will. Der Agro-Star ist ein geiler Bulldog. Und ich würde sagen, wir nehmen diesen schönen alten Kipper. 7,1 Tonnen. Da kriegen wir dann direkt mal 12 rein. Das brauchen wir aber jetzt alles nicht. Da kriegen wir nur 4 rein, das ist auch ganz cool. Wir haben 7,1. Lassen die Michelin. Können Reisch, Welger. Oh, wir machen Welger drauf. Das Ersatzrad. Ohne Ersatzrad. Aber eckig. Wir haben Welger, ne? Machen wir auch im Belgien. Oh, aber das gefällt mir gar nicht, ne? Wir machen das in dem. Das gefällt mir besser. Nee. Das gefällt mir auch das Graue besser. Das Rot ist gut, das ist das Schöne. Dann holen wir uns das. Aber auch nur einen. Boah. Habt ihr gehört? Boah, Leute. Das ist geil. Gut. Bei dem ist es so, da ist das Dach hinten wahrscheinlich immer offen. Oder? Ja, bei dem ist das Dach immer offen, aber das, der scheiß doch drauf. Er fühlt sich schneller an, als er ist, ne? Aber er ist geil, ne? 681. Einfach Waffe, ohne Scheiß. In echt würde ich mir das Ding nie kaufen, weil es ist alt, es ist nicht bequem. Wobei, wenn ich richtig Geld hätte, würde ich ihn mir kaufen. Einfach nur, dass ich ihn habe. Aber wenn ich damit arbeiten müsste, richtig, würde ich ihn mir nicht kaufen. Würde ich mir generell kein Deutz kaufen. Ich würde mir aber zum richtig Arbeiten auch keinen 800er kaufen, weil der mir auch einfach zu unbequem wäre. So, hier ist jetzt natürlich Stau. Das heißt, den Kipper stellen wir erstmal zurück. Schöner alter kleiner Kipper. Stellen wir mal hier an die Seite. Einfach nur den können wir, holen wir ja gleich wieder weg. Passt schon so. So. Und dann schubst man das mal ein bisschen von der. So, perfekt. Das einfach ein bisschen weggeschubst und dann hängen wir das an. Und
grundlegendes Schneidewerk jetzt richtig rum drauf. Boah, der Deutz, der gefällt mir richtig gut. So, dann legen wir da das Schneidwerk perfekt drauf. Weiter Rinder. Das Projekt bockt einfach ohne Scheiß, Freunde. Naja, wird schon passen. Passt der Drescher in die Halle? Dann können wir den immer ganz gediegen. Ah, wird eng. Wie schaut's hier aus? Silo. Perfekt, Alter. Das ist doch eine ausgemittelte Drescherhalle. Da, wo man Drescher reinstellt und einmal im Jahr rausholt. Ah, jetzt funktioniert auch das war wahrscheinlich nur ein Bug oder so. Perfekt, machen wir zu. Ist Drescher ist aufgeräumt. Das Schneidwerk, das stellen wir aber da rein. Ziehen wir es einfach mal vor. Es rutscht immer noch ein bisschen, aber ich weiß nicht. Ja, ist wurscht. Wird schon halten. So, Freunde. Der steht auch. Boah, der Akkustag fällt mir echt heftig gut. Den lassen wir jetzt hier mal stehen erstmal. Gut, wir brauchen jetzt natürlich Bodenbearbeitungszeugs Deluxe. Da habe ich auf jeden Fall Bock auf viel. Also sprich, wir mulchern auch. Das heißt, wir gönnen uns auf jeden Fall direkt mal einen Mulcher. Da bin ich aber. Die sind alle so, die brauchen alle keine PS. Ich will einen, der richtig am Limit fährt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, wir gönnen uns erstmal den Standard, den großen Standard-Mulcher. Der reicht eigentlich erstmal. Den gönnen wir uns auf jeden Fall. Mulche. Pflug. Einen Pflug am Hof. Wäre schon auch geil, ja. Pflug gönnen wir uns auch. Pflug können wir uns auch kaufen. Ein Pflug. Ein Grubber brauchen wir, denke ich mal, auch. Ja, schon. Da gefällt ich den hier. Der ist einfach richtig gebraucht. Ne, wir kaufen einen. Ja, wobei gebraucht sieht dann auch sick aus. Wir kaufen einfach gebraucht. Scheiß doch drauf, was soll's. Scheibenegge brauchen wir erstmal keine. Kreiselegge. Das Ding wäre schon brutal, ne? Hopp, Scheiß. Wir brauchen irgendwas, was richtig Leistung frisst. Brauchen wir 250 PS im Boden rumrühren. Tiefenlocker lassen wir uns auch erstmal aus. Spanmaschine auch. Sätechnik. Nehmen wir mit und zwar nehmen wir aber da diese Kombi. Die braucht 300 PS. Vielleicht schauen wir da tatsächlich nochmal nach einer anderen Kombi. Ich habe zwar schon Bock auf so eine Kombi, aber nicht mit Kreiselecke dazu. Die kann man abmachen, aber dann hängt die nicht mehr an der 3-Punkt, oder? Nee. Naja, wir gucken mal weiter. Einzelkorn. Brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal niert. Eine Walze. So eine schöne Güttlerwalze. Grünlandwalze. Schauen wir auch erstmal. Bin jetzt nicht so überzeugt davon gerade. Spritze und Düngerstreuer lassen wir jetzt auch erstmal außen vor. Genauso das Gülle. Das holen wir uns dann, wenn wir es brauchen. Erstmal. Dann nach und nach. Ich weiß nicht, hier irgendwas forsttechnisch. So eine Seil, wenn die einfach nur im Hof rumstehen haben. Ach komm, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ein Dieflader. Ein Dieflader. Ja. Wir brauchen eh noch irgendwie was an Ladermäßiges am Hof. Der gefällt mir echt krass eigentlich. Der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wir holen uns den Tieflader, Freunde.
Den holen wir uns. Weil der gefällt mir richtig gut. Schauen, was wir sonst noch haben. Da haben wir eigentlich hier erstmal alles durch. Worauf ich noch Bock hätte, Freunde, da müssen wir jetzt mal schauen, wäre auf jeden Fall den hier. Auf den hätte ich auch mega Bock. Als einfach als Lader am Hof. Einfach als Hoflader. Mit den flachen auf jeden Fall. Nee, muss nicht. Muss nicht, nee. Na, muss eigentlich auch nicht. Lass mal ihn einfach so ganz normal, wie er ist. Aber da hätte ich einfach Bock. Da können wir einfach mal ganz entspannt die 2-2 drauf machen. Ich glaube, beim Ding haben wir es vergessen. Ist ja wurscht. Scheißegal. So, nehmen wir den. Und der kriegt, das ist ein Teleskoplader. Der bekommt jetzt natürlich noch Ausstattung. Teleskoplader-Ausstattung. Ich würde sagen, eine Palettengabel braucht man immer mal. Eine schöne, so eine Mistgabel brauchen wir auf jeden Fall auch. Eine ganz normale Schaufel kann man auch haben, auf jeden Fall. Ja, und scheint, naja, den Ballenspieß brauchen wir nicht, weil wir haben ja die hier. Damit können wir die Ballen auch easy gabeln. Ja, dann holen wir die noch ab. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, meine Damen und Herren, holen wir den Teleskoplader noch ab. Und dann war es das für die Woche erstmal. Ich habe eigentlich schon. Wir holen nächste Woche. Wir machen. Na, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.